So, hallo, ich begrüße euch zu einem Hack, bei dem ich noch nicht weiß, ob wir den vollständig durchspielen können oder werden oder wie auch immer. Und zwar hat der liebe HF mal wieder was gebastelt. Und der HF baut ja immer ziemlich interessante Sachen, sagen wir es mal so, was also Glitch und so weiter Kram angeht. Und er hat One-Screen-Puzzle gebaut, die man also Stück für Stück durchspielen muss. Somit gibt es nur einen Exit und ich weiß keine Ahnung, wie viele Räume das sind. Was schätzt du denn, wie lange wir brauchen werden, wenn ich jetzt, 50 Räume. ach Und ein du Raum Schande. kann einen Menschen alles zwischen einer halben Minute und einer Stunde brauchen. Wobei, wenn man mit Safe State spielt, natürlich weniger als eine Stunde. Sheesh. Okay. Also endlich viele Parts. Wie lang ist die TAS davon? 12 Minuten? Okay. 15 Minuten? Gut, Sowas um den dann sind wir Dreh. in einem Part fertig. Sehr schön. Nein, alles klar, Hilfe. Also erwarte nicht einen Part. Es ist schon Nee, nee, tue ich nicht, tue ich nicht. mehr. Genau. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, also je nachdem, wie kompliziert das Ganze wird, vielleicht sage ich irgendwann, ich hab gerade absolut keine Lust mehr und wir machen es irgendwann anders weiter. Das werden wir sehen. Glaube, du stellst dir den Hack falsch vor, aber wir werden sehen. Ja, also im Moment stelle ich mir noch gar nicht so viel vor. Ich habe nur bisher nur die Das ist Kommentare okay. Es sind gelesen. nicht so viele Puzzles. Eher Glitch-Zeug halt. Ja, viel Glitch und viel präzises Zeug habe ich, glaube ich, gelesen. Jo. Gerade Und spielbar. ja, naja, wir gucken einfach mal rein und dabei können wir auch weiter quatschen. Jetzt Genau, noch auf genau. ZMZ. Ich habe jetzt aber neuerdings muss ich auch SNES 9X nutzen. Dazu kommen wir aber später. Oh, das ist von Lawnmower Man die Musik. In der Tat. Ja, das ist das Spiel und die Musik ist besser als der Film. Also, ja. Okay, let's go. Hier gibt es auch in Cruella 2 die Musik übrigens. Ah, okay. Also falls du den Hack auch mal spielen willst, ne? Nee. Hier hast du gleich schon ein Argument. Nee. Große Glitch-Puzzle spiele ich nicht mehr. So. Autosave. Ja. Ja, Each kann ja time egal you. sein, was selbst Ja, setzt. aber each time you reach. Man reacht doch die Overworld gar nicht mehr, wenn es ein Exit ist. Ja, du kannst Start Select drücken. Ah, okay. If you press and hold both L and R for 2 seconds, Mai will die. Man könnte auch Start Select drücken und das Level neu betreten, aber das unterbricht die Musik. Deswegen habe ich es Funktioniert jetzt nicht. Ach doch, drin okay, gehalten. das funktioniert tatsächlich. Natürlich funktioniert das. Stabil. Okay. Also Reset und Autosave, alles da. Gut. Ah, da steht es ja sogar. 50 Studies. In der Tat. Warum hast du es nicht 50 Studies of Grey genannt? Weil die Palette grün ist, siehst du doch. Ja, gut. So, Moment, was muss ich jetzt hier tun? Das sieht jetzt erstmal noch nicht aus, wie wenn da jetzt irgendwie großen Glitch verlangt wäre. Ich In der Tat, ist ja auch nur der erste Raum. glaube, ich muss Alles einfach harmlos. nur ein bisschen ausweichen und dann halt den Koopa mitnehmen. Es gibt zwei Lösungen für den Raum. Ja, also ausweichen klappt schon mal. Und dann halt in die Röhre. Okay. Ja. Also man würde jetzt sagen, also man könnte jetzt behaupten, es ist ja nur jeweils ein Raum, wird bestimmt voll einfach, das ohne Safe States zu spielen, aber Nein, garantiert nicht. absolut keine Schande, wenn du innerhalb der Räume Safe States benutzt. Ja, nee, das ist klar. Aber ich sehe jetzt hier zum Beispiel nicht viele Möglichkeiten für den State. Nö, ich sehe auch nicht viele Möglichkeiten. Also, naja. Aber klar, wenn du sagst, es gibt Räume, wo man eine Stunde drin verbringen kann, ja. Ja, Gut, kann ich in dem vielleicht auch, wenn sogar ich noch jetzt eine länger. Stunde lang hier Ja, rumwurschtel. genau, also deswegen benutze einfach selbst jetzt. Das ist, Ja, nee, klar, Gottes der Hack Willen. ist schwierig. Gottes Willen, Ist er wirklich? auf jeden Fall. Na. Ich könnte versuchen, einen zu setzen, wenn ich gesprungen bin. Mal gucken. Na. Jetzt darfst du mir erstmal hier zugucken. Okay. Okay. Damit kann man doch arbeiten. Ja, damit kann man arbeiten. Dann sollte ich wahrscheinlich mit dem Drehsprung rüber. In der Tat, der ist nämlich niedriger. Genau.
Wie oft muss ich Regraps machen in deinem Hack? Mist. Nicht so häufig. Okay. Ich kann die. Aber ich meine, Regraps ist doch, ich meine, also. Ja, das sagen immer alle und ich krieg die einfach nicht. Als 2015 Kaizo erfunden wurde, hat niemand sich um Regraps geschert. Sondern alle haben es einfach als Sprung bezeichnet. Ja, jein. Also ich kann die irgendwie nicht vernünftig, aber das, weiß gar nicht, ob der Part. Ich meine, wenn ich einfach die Anzahl an forcierten Regraps in sowas wie, keine Ahnung, keine Ahnung, Koela oder Foltercamp oder halt so ganz alte Sachen, die du früher gespielt hast, das sind ziemlich viele. Ja, ich weiß, aber ich kann die halt einfach nicht vernünftig. Das ist und die machen mich immer ganz, ganz kirre. Hat man letztens auch in dem einen, aber ich glaube, der Part ist noch nicht draußen in dem Level von Zariel. Welcher? Ach, Mist. Ja, ich glaube, das ist der vorletzte Part. Und der ist noch nicht. Heute ist der vorvorletzte Part gewesen. Vorletzte Part? Ja. Oh, das heißt, du brauchst mehr als einen Part für das letzte Schloss? Fehlt doch noch ein Level, oder? Ja, der Boss hat einen extra Part. Ach, der Boss hat einen extra Part? Mhm. Ja, ich hab halt. Nee, ich hast du denn da getan? Naja, ich hab halt den ersten. Ich hab halt zeitlang ohne Save States versucht. Und das. Ah, okay. Hat halt nicht funktioniert. Zwar yeah, gut, ja. Gefühlt eine halbe Stunde habe ich halt ohne Save States versucht. Hör ich aus der Partlänge raus. Willst du den Sprung eigentlich noch irgendwann schaffen? Ja. Okay, gut. Ist mal eine ganze Frage. Du musst einfach nur einen Spinjump machen, wenn du die Plattform bekommst. Und zwar sofort, nicht irgendwie. Ja, das ist das Problem mit dem sofort. Okay. Erkundige mich ja nur. Deswegen sage ich ja, ich kann Regraps überhaupt nicht. Deswegen hoffe ich, dass die nicht so oft vorkommen, weil genau die mich aufhalten. Die kommen auch nicht so oft vor. Also das, ist... Ach, komm schon. Also außer an den Stellen, wo sie halt vorkommen. Aber ja. Wird schon. Da. Nein, Mann. Ich krieg halt auch keinen neuen State dann dort gesetzt. Das haut nicht hin. Musst du schon am Stück schaffen. Ach so. Ich würde da einfach einsetzen. Ja, ich weiß aber, dass ich ihn genau dann setze, sodass ich nicht mehr den Sprung rechtzeitig schaffe. Also, bis ich den gesetzt habe. Das haut nicht hin. Na komm. Ach, ist das nicht ein schöner Sprung. Super. Macht schon Spaß. Nein. Ach komm schon, ich will den Raum weg haben. Ja, ich auch. Die anderen Räume sind viel besser als der hier. Das glaube ich. Das ist nur so ein Anfangsraum. Ja, ich krieg halt diesen. Deswegen habe ich gemeint, ich bin so ein Weakweb-Problem. Hier ist ja nicht mal ein richtiger Licht drin. Das ist ja. Das ist nur so, hey, guck mal, du kannst B drücken. Nachdem du auf einem Koopa gelandet bist. Erklär du mir mal Weakwebs. Also, was mache ich falsch, wenn es nicht funktioniert? Du drückst halt den Knopf entweder zu früh oder zu spät. Also wenn du halt einen hohen Sprung vom Koopa bekommst, hast du halt zu früh gedrückt. Und wenn du halt einen zu niedrigen Sprung bekommst, dann hast du halt zu spät gedrückt. Wann genau würdest du drücken? Ein Frame drücken, nachdem du auf den Koopa landest. Ein Frame nachdem, okay. Ja genau, ein Frame nachdem. Das ist natürlich der optimale Regrab. Okay. Aber du brauchst ja keinen optimalen. Also zwei Frames nachdem ist auch okay. Ich glaube drei Frames vielleicht auch noch okay. Aber danach irgendwie auch nicht mehr. Okay. Also ich muss halt kurz vorher loslassen. Das ist immer mein Problem. Ich muss in dem Moment, wo ich draufspringe, muss ich loslassen und dann halt wieder drücken. Ja. Ich meine, du musst nicht loslassen. Ich meine, du kannst einfach nicht drücken, bis du den Koopa erreichst quasi. Na okay, also... Ja nicht, eben, nicht ich muss Zeit, ja drücken, also. Um den Koopa zu erreichen. Ja, ist okay, aber du musst nicht bis zum letzten Frame warten, um ihn loszulassen. Also ab einem gewissen Punkt bringt Sprunghalten ja nicht mehr viel. Ja. Dem einen Sprung drücken... halbiert die Gravitation. Aber er ändert nicht viel an der Endfallgeschwindigkeit von Arten. Oh, können wir endlich in diese dumme Röhre reingehen? Das gibt's doch nicht. Ja, das fände ich auch ganz schön. Dann sehen die Leute auch mal was anderes als diesen einen Sprung, hören vielleicht auch mal ein bisschen mehr von der Musik. Ich meine, die Musik ist ja eigentlich ganz schön, das merkt man jetzt vielleicht nicht so. Nee, mit selbst jetzt erst recht nicht. Ach, Mist. Komm schon. Aber den ersten Raum schaffst du jetzt schon ohne Slowdown, oder? Ach komm, du hast recht. Mit Slowdown geht's halt so viel leichter. Du machst das jetzt recht?
Wo du es angesprochen hast, das hat auch bei Seil, hat mit Slowdown sofort funktioniert, der Weak Web. Wir haben es dann zwar nochmal richtig gemacht, aber ich will diesen Raum jetzt weg. Aber es ist halt effektiv nur ein dummer Weak Web. So, dankeschön. Ja, erst auch umgeschafft. Gut, dass du es angesprochen hast. Ich wäre jetzt gar nicht mehr auf die Idee gekommen. Du kannst auch einfach U drücken übrigens, ne? So. Hast ja. Was, U? Ist ja. Ja, das stand in deiner Steuerung gerade drin. Ah, ja, aber U ist, glaube ich, ein bisschen schneller. Ach so, dieses. Ja, ich weiß, was du meinst. Du meinst jetzt wieder normal? Hilfe? Ja, keine Ahnung. Hätte ich mal in den Rest deiner Steuerung reingeguckt. Reset wäre I, okay. Ah, siehst du. Ah, und U war ein Drittel scheinbar, okay. Vielleicht hast du es doch zweimal gedrückt. Kann auch sein. Okay, so. Gut. Neuer Raum, neues Glück. Ja, okay, der ist einfach. Auch das sieht noch nicht sonderlich glitchy aus. Ich muss erstmal da hochkommen. Ach, komm schon. Kommen irgendwann Walljumps vor? Nein. Das ist doch schon mal gut. Also zumindest keine von den regulären. So ein bisschen komische Walljumps kommen vor. Okay. Mist. Aber so, jetzt lass mich mal gucken. Standard-Walljump, das ist ja langweilig. Die kennt ja jeder. Ich will, dass die... Ach so, nee, ich will mit dem Ding runterfallen, dann will ich den Block auslösen und dann kann ich durch die Tür. Ich schätze aber, ich habe jetzt schon was falsch gemacht. Aber wir du hast es schon verkackt, ne? Wir werden sehen. Habe ich? Komme ich da nicht mehr rüber? Also komme ich da jetzt nicht mehr drüber? Ja, doch, da kommst du rüber, ja. Und dann habe ich es trotzdem verkackt? Ja, probier's doch einfach. Okay. Ich meine, darüber zu kommen ist jetzt nicht. Das ist mit Saves jetzt nicht mehr die Meisterleistung, das schaffst du. Ja. Du brauchst halt ein bisschen Speed und dann musst du halt irgendwie dich so ein bisschen drüber würmeln. Ich hätte jetzt auch gedacht, dass man da drüber kommt. Ui. Ja, es ist ein bisschen schwierig, aber es geht schon. Ja. Ist es gedacht, dass man so wie ich jetzt. Ja, das ist auch so gewollt, klar. Achso, also muss ich das effektiv zweimal machen. Aber du wirst vielleicht gleich ein Problem sehen, ich weiß nicht. Also mein Gedanke ist der, ich gehe auf das Ding drauf, ich falle ja runter. Okay, ja, ich. Aber vielleicht schaffe ich es halt nicht rechtzeitig wieder zurück. Du wirst das Problem finden. Nee, ich werde halt nicht mehr schaffen, rechtzeitig zurückzukommen, wenn du schon so sagst, dass es nicht geht. Ja, vielleicht ist es auch ein ganz anderes Problem. Wer weiß. Vielleicht ist es auch ein unsichtbarer Kaizo-Block. Ach so, dass man gar nicht mehr hoch kann. Da ist kein unsichtbarer Kaizo-Block. Okay. Sowas Gemeines würde ich hier niemals einbauen. Naja, wenn es anders gedacht. Nein. Ach so! Ja, die Plattform ist einfach viel zu schnell. Okay. Mhm. Dann muss ich das anders machen. Aha. Naja, dann nehme ich. An, ich will den Block zu aktivieren. Ich will halt den Koopa nicht killen. Oh. Dann will ich halt mit dem Koopa den Block auslösen. Mit dem ganzen Koopa? So, dann gehen wir halt mit dem Kollegen rüber. Ist ja auch in Ordnung. Ja. Ja, wenn er springt, kriegst du ein bisschen extra Höhe, aber dann bist du ein bisschen zu nah an den Todesblock. Ja, es müsste aber auch so gehen. Ja, das geht schon so. Ist nicht so viel. So, jetzt machen wir halt nochmal diesen Sprung. Und ach, wobei, ich kann erst, glaube ich, den Block, oder? Mal gucken. Ah, ich glaube nicht. Was willst du da? Nee. Nee, das ist eine schlechte Idee. Das ist eine ganz schlechte Idee. Okay, dann muss ich das schon unten erst machen. Aber ich meine, der Sprung wird jetzt nicht schwieriger, dadurch, dass du eine Schelle in der Hand hast. Nee, ich muss ihn halt nur einfach nochmal machen. Hat ja nicht so lange gedauert. Nö, das stimmt. Da guckst du. Jetzt. Siehst du, oder? Schon der zweite Raum geschafft. Gut. Der ist schön. Da oben ist keine Wand, ne? Über dem Mancher? Nö, natürlich nicht. Also kann ich einfach drüber springen. Ja, klar. Also, okay. Es ist ja ein Mancher, ne? Also, das macht's dann schon mal. Wäre ja komisch, wenn über dem Mancher noch was drüber wäre. Das macht's dann schon mal gefühlt leichter, allerdings. Oha. Naja, es macht's möglich. Richtig. Okay, ich muss... Moment. Ich habe ja hier Zeit. Ich kann auch hier bestimmt ein bisschen Anlauf nehmen erstmal. Das gut timen. Ah, das sah gar nicht so verkehrt. Das passt. Ja, das könnte hinhauen. Ich muss dann nur den anderen noch mitnehmen. Probier's mal.
Ja! Och, das geht ja echt. Wie, war das anders gedacht? Ja, ja, ist eigentlich anders gedacht. Die Dachlösung ist eigentlich viel schöner. Okay. Aber ich meine, einfacher also wahrscheinlich auch. Echt? Also kann ich irgendwie die alle vier nutzen? Sagen wir mal, so weniger Zeit konsumieren für einen, für eine Person, die das hier RGA spielt. Also ohne Safety. Okay. Dann bin ich jetzt, also interessiert mich gerade, wie ich, weil ich, also kann ich von einem auf den nächsten direkt, weil die killen mich halt sofort. Ja, ja, kannst du, ja klar. Das ist die Idee. Also ich meine, du kannst mit dem untersten Schaden sogar, wenn du willst. Okay. Also, falls du den Internet-Chat sehen willst, stell dich mal einfach links da an die Kante. Ja. Jetzt warte, bis die schießen und dann versuchst du einfach alle, also du versuchst auf den unteren drauf zu springen und so ein ganz bisschen Geschwindigkeit nach links zu haben und dann drückst du einfach, hältst du einfach nur springen gedrückt und dann kommst du einfach automatisch hoch. Das wäre ja cool. Du kannst springen schon vorher gedrückt halten, ne? Also. Okay. Nur so ein ganz bisschen Speed nach links. Noch viel weniger. Halt so viel, wie die Bullet Bills haben. Ungefähr. Eigentlich sogar, also nicht so viel, wie die Bullet Bills haben, sondern ein bisschen weniger. Also, du willst ja, dass die dich einholen. Wenn du es nicht hinkriegst, kannst du natürlich auch dann, hier, guck mal, ein paar. Das Ganze mit allen auf einmal machen. Das ist ja auch interessant. Okay, das ist ja auch interessant. Ah, okay. Kannst auch versuchen, auf den anderen Bullet-Bildern zuzusteuern, wenn der Speed nicht passt. Aber ich meine, du siehst ja die Idee. Ja. Probieren wir mal. Wieder zwei und alle vier kriegst du auch. Das geht schon. Aber auf die, also auf die Idee wäre ich nie gekommen. Puh. Bringt es was, nochmal ein bisschen gegenzulenken? Ja, ja, klar. Ich meine, du musst den Bullet Bill ja treffen, während du dich noch nach oben bewegst. Ja. Aber man trifft die sozusagen von unten, also, ja, ich verstehe schon. Also du triffst sie halt, während dich nach oben bewegst, ne? Mhm. Was normalerweise nicht geht, aber es geht, weil du schon vorher einen getroffen hast. Das ist, sehr, sehr amüsant. Ich glaube aber tatsächlich, schneller geht's bei mir, wenn ich das hier mache. Okay. Aber ich habe deine Theorie verstanden. Ja. Der Punkt ist halt, wenn du halt so am Rumrennen bist, dann musst du halt ewig warten, bis es mit dem Bullet Bill sich richtig allein, ne, ja, klar, alle feststellst. Und musst halt jedes Mal, wenn du stirbst, eigentlich nochmal Anlauf nehmen. Deswegen, ja, guckst du. Aber da hast du dich auch wieder nach oben bewegt gerade. Ja, aber da muss ich es nur einmal machen. Ja, du hättest das Ring gedrückt halten müssen. So. Okay. Also, quasi die Intended Solution gemacht im kleineren Maßstab. Genau. Puh. Oh, der ist schön, der Raum. Der ist ein Traum. So, lass mich mal gucken. Ich glaube, ich darf einfach die ersten Räume jetzt noch nicht zu kompliziert denken. Ich verstehe nicht, warum hier nochmal extra ein Block ist, weil wenn ich auf den springe, lande ich hier und dann komme ich doch direkt darüber. Ja, dann springen wir auf den. Oder macht er wieder irgendwas, was ich nicht erwarte? Warum ist da noch ein extra Fragezeichen? Okay. Ja, die Frage ist, wie komme ich erstmal dahin? Weil Spinjump ansetzen kann ich nicht. Ich brauche aber einen Spinjump für den Spiny. Oder ich will den Spiny einfach. Vielleicht will ich dem Spiny auch einfach ausweichen und darüber irgendwie. Den Spiny ausweichen? Das wäre aber ein absolut katastrophal schlecht platziertes Hindernis, dieser Spiny. Ja, aber ich kann ja nicht auf den Spiny drauf. Also der blockiert dich einfach gar nicht. Okay.
die Idee mit dem Spinjump ist schon die bessere, glaube ich. Aber wie wichtig. Ich sag mal nichts, ne? Kannst ja auch versuchen, es zu breaken. Ja, aber also mit dem Spinjump auf den Spiny, dann komme ich ja nicht weiter. Also wenn ich jetzt hier drauf mit dem Spinjump wäre, ich hätte keine Ahnung, wie ich jetzt da irgendwie. Ja, dann nimm halt nicht den Spiny, sondern nimm den Cooper. Ja. Ja. Das ist. Also ich. Ich glaube nicht. Ja, ich glaube, das geht. Ja. So. Ja. Jetzt sag mal so, du in der Antenne zu duschen springst du von jedem von den Sprites ab. Okay. Ich springe von dem Spiny ab. Ja, das hat mit dem Spinjump, wie man es halt so macht, ne? Aber ich kann ja nicht zwischen Spinjump und Dings einfach wechseln. Ja, doch. Dafür ist der Block da. Ja, dafür ist der Block da. Okay, aber wie komme ich mit dem Spin. Also, wie komme ich jetzt auf den Spiny als Spinjump? Probieren wir einen Spinjump. Ich glaube, das. Komme ich bis dahin? Ja, muss schon einen Spinjump probieren, ne? Also, wenn du nicht spinnst, dann wird das nichts. Ja, das habe ich schon kapiert. Aber ich renne ja nicht. Ich sehe nur keine Spinjumps, ne? Ja, ich Spinjump hier in den Mancha. Ja, dann. Dann benutzt doch das eine Objekt, was ich dir da gegeben habe, was dir vielleicht helfen könnte. Ja. Bewegt sich, fliegt so ein bisschen vor dir rum. Ja, ja. Vielleicht hilft dir das ja. Ich versuche das. Jump. Kann ich irgendwie den dann zu canceln so halb? Dass ich nicht im Mancha lande, weil ich den erwische? Auf dem. Ja, du musst ihn dann allerdings schon treffen. Guck. Also du musst schon Spin jumpen, bevor du ihn. Das. Das wäre auch wieder was ich noch überhaupt nicht. Du solltest nicht so stehen bleiben, ne? Also, einfach mit voller Geschwindigkeit rein. Ah, das geht tatsächlich. Gut, oha. Ja, das geht. Krass. Das wäre jetzt aber ist auch wieder was ich nicht gewusst hätte, dass man so praktisch verhindern kann, dass man da in den Mannschern landet, weil normalerweise landest du mit jedem Spinscher mit den Mannschern drin. Ja, deswegen ist er ja da. Ne? Nur weil du den Cooper mitnimmst, passiert das effektiv nicht. Genau. Interesting. So, dann muss ich den Block auslösen und dadurch spinjumpe ich nicht mehr. In der Tat. Und dann lande ich auf dem Cooper. Ah. So, aber wie lande ich dann mit einem Spinjump wieder? Ach, da hin, ich hab die Dings nicht gesehen. Okay, alles klar. Auf die Plattform, auf den Spiny. Ach so, und dann bin ich in den Spinjump drauf und kann somit nicht auf dem anderen Cooper landen und muss erst wieder einen normalen Sprung machen. Und dafür ist der Light Switch da. Ja. Okay, und dann lande ich auf dem. Dass du nicht einfach einen Walljump an dem Light Switch machst, dafür ist der unsichtbare Notenblock da oben da. Ja, gut, da wäre ich jetzt. Ich hätte niemals freiwillig dann den Walljump dran gemacht, aber ist okay. Oh, es gibt genug Spieler, die das freiwillig machen würden. Aber ist es da nicht sogar. Also schwieriger, den Walljump zu machen, als auf dem Cooper zu landen? Also macht man sich damit. Doch einfach auf dem Cooper zu landen. Ja. Ich meine, aber macht man sich damit nicht eine. Oh mein Gott. Das kann ja jeder selber entscheiden. Ich hab's für den Spieler dann entschieden. Okay. Geht es auch, wenn er hoch geht? Ja, klar. Okay, dann mache ich das. Das super. Dann time ich das so. Ich glaube, das ist besser zu timen. Du willst, dass der Cooper niedriger ist, als er aktuell bei dir ist. Niedriger? Ja, niedriger. Ich meine, du stirbst ja die ganze Zeit, dass du zu. Oh! Ja, siehst du. Also niedriger ist schon besser. Zumindest so, wie du es angehst, ist niedriger besser. Also. Oh. So, ich will aber erstmal eigentlich, ich denke, ich muss nicht direkt weiter. Ich kann doch erstmal auf dem Spiny eine Weile rumjumpen. Ja, kannst du. Weil das ist eigentlich die Stelle, wo ich einen Safe-Set setzen möchte. Ja, kannst du machen. Steht dir frei. War jetzt ja schon mehrmals auf ihm drauf? Ja, okay. So, perfekt. So, jetzt nur auf dem Spiny draufbleiben, das kann ja nicht so schwierig sein. Nee, alles gut. Wir haben ja alle jahrelang Kaizo gespielt.
So, jetzt musst du nur den... Jetzt muss ich nur sehr exakt... den unsichtbaren Block treffen. Okay, also exakt da weiter. Ist das nicht. Ja, siehst du. Und dann geht's da weiter. Gut. Nächsten State setze ich, wenn ich auf der Plattform lande. Bin schon auf die ersten Glitches dann gespannt. Das hier ist ein Glitch, Connor. War das gerade quasi ein Glitch? Ach so, ich würde sagen, den Block zu aktivieren, damit durch eine Wolke zu klippen, damit du dein Spinjump verlierst, ist definitiv ein Glitch. Ja, okay, okay, okay. Das haben wir nicht so vorhergesagt. Okay, das ist richtig, aber es ist jetzt sozusagen kein Glitch, den ich erst irgendwie überlegen muss, wie man den jetzt ausführt, sondern man führt den halt einfach automatisch aus. So, ich muss nichts tun, dass er ausgeführt wird. Das ist interessant, dass du nicht überlegen musst, wie man den ausführt, weil ich hätte erwartet, dass du den jetzt nicht kennst. Weil ich glaube... Nee, nicht wegen Kennen. Es ist halt das Einzige, was passieren kann. So, ich muss nicht, wie jetzt halt, keine Ahnung, Bilingua muss ich halt erst irgendwas... Das Einzige, was passieren kann, der gedachte Glitch, aber... Also es kann halt nichts anderes passieren, als das, was passiert. So, das meine ich damit. Ja, ist okay. Du führst ihn automatisch aus. Aber ja, wenn man es nicht weiß, dann wundert man sich, warum das passiert. Das ist richtig. Aber passiert es nur bei den Wolken, nicht einfach grundsätzlich, wenn man einen Spinjump da reinsetzt? Ich meine, wenn es keine Wolken wären, könntest du ja schlecht von unten durchspringen. Ach, ja, okay. Und das ist ja quasi so ein bisschen die Bedingung, ne? Also die Bedingung ist, dass du einen Notenblock über einem soliden Teil hast. Also ein Teil mit Bodenkollision. Muss halt durchlässig sein, dass ein Rope würde doch auch gehen. Ja, natürlich würde ein Rope gehen, aber ein Rope und ein Cloud ist das gleiche. Ja? Ist das gleiche wie eine Ledge. Ist alles das gleiche. Ja, eben, stimmt. Also ein normaler Boden würde auch gehen. Ja, genau. Also eine Ledge würde natürlich auch gehen. Richtig. Und, ja, keine Ahnung, ein Haufen Sachen. Andere Sachen würden vermutlich auch gehen, aber es muss halt durchlässig sein. Ja, es würde alles gehen, solange du halt den Block auslösen kannst. Also, darum geht's ja. Ja, und der Block. Ja, ich meine, es ist natürlich wichtig, was der Block unter dem unsichtbaren Block. Wenn es ein Zementblock wäre, dann würde der komplett deinen Speed killen. Ich wollte ein State setzen. Okay, aber es geht. Oh, eine Sekunde so Delay, oder hast du dich gerade beschwert, dass du ein State setzen wolltest, als du es noch hättest machen können? Ja, aber weiß nicht, ob du... Also, okay. So schnell kann ich halt nicht reagieren. Aber wir können gleich gucken, ob du Delay hast. Muss dann einfach mal irgendwas machen, was eindeutig ist. Ja. Auf dem Retry-Bildschirm stehen. Ich schaff's Zeit. Nein! Wie habe ich es jetzt eigentlich geschafft, den nicht auszulösen und trotzdem da drüben zu landen? Habe ich den einfach ausgelassen? Ich glaube ja. Dann kann man den Glitch ja doch versauen. Interessant. Also ich meine, du musst den Notenblock oder Zementblock, was das ja eigentlich ist, weit genug oben treffen, dass du halt für einen Frame Bodenkollision bekommst mit den Wolken. Ah, okay. Ah, ich lande immer wieder in dem oberen Cooper. Er muss ja irgendwo auf dem Boden landen, damit der Spinjump aufhört. Er ist da echt passend platziert. So, jetzt. Okay, und jetzt geht das hier nicht. Das habe ich verstanden. Jetzt muss ich... Ach, Moment, dann kann ich doch einfach... Ah, nee, stimmt. Wenn ich da, weil da kein Boden ist, passiert es jetzt nicht. In der Tat. Verstehe. Aber dass man jetzt hier einen Wallchamp ansetzen kann, finde ich interessant. Das wäre ich niemals auf die Idee gekommen, dass das hier überhaupt geht. Oh! Ach so! Und wenn man ja, man hat ja eh schon praktisch diesen Ledge Crab, dann kann man genauso gut auch den Sprung ansetzen. Und das verhinderst genau. Du, indem der Block. Okay, I see. Genau, das ist der gedachte Weg. So, dann kann ich das erstmal hier drauf ins Dings wieder setzen. Und dann ist alles cool. Und sobald ich da oben den Ledge-Dings habe, Ledge-Grab oder wie das heißt, musst du sofort nach rechts drücken. Muss ich sofort nach rechts drücken. Dann kann ich aber sogar den Block hier eigentlich auslösen. Der tut nicht weh. Tut nicht weh, nee. Der ist nicht wirklich im Weg. Gut. Also außer du willst halt Walljumpen. Dann ist er wirklich im Weg.
Nee, will ich nicht. Kann ich ja dann gar nicht. Ja, genau, kannst du ja nicht. Hat's doch vorhin schon einmal. Nein, nicht so. Ja, du versuchst halt gerade die Wand zu. Also du gehst ja gerade die Wand hoch, das kann ja gar nicht funktionieren. Du brauchst ja schon ein bisschen Geschwindigkeit. Ja, ich versuch's. Wer hat das denn gerade gemacht? Ach Mensch, Koopa, geh halt weg. Die andere Sache ist, du berührst immer die Wand schon, während du dich noch nach oben bewegst. Ah! Aber wenn du. Das kann natürlich nur gehen, wenn du dich nach unten bewegst. Ja. Ah. Ja, so langsam wird's. Ja, weil Fakt über dieses Spiel, es gibt keine Bodenkollision, solange du dich nach oben bewegst. Okay. Jetzt muss ich einfach mal auf Verdacht ein paar Mal direkt rüber steuern. Ja, genau, weil ich nämlich garantiert nicht rechtzeitig sonst reagiere. Ja, dann muss ich noch den Koopa treffen. Genau, dann bist du durch. Na bitte. Ah, siehst du. So. Genau, aber das war das, was ich meinte. Wenn ich hier stehe, komme ich hier rüber. Gut. Sehr schön. So. Ja, das sind jetzt einfach nur normale Sprünge. Ja. Was ich jetzt nicht verstehe, ist, was der erste Koopa mir erzählen will. Und der kann eigentlich erstmal weg. Der stört mich nur. Dann gucken wir mal, wie das hier... Oh, schaffe ich den Sprung? Ach so, muss ich... Ah, warte, ich muss den bestimmt wieder genauso wie gerade eben. So als Ansprung irgendwie nutzen. Nur anders dieses Mal. Ja, das geht mit solchen Koopas nicht. Schade. Na, also der Witz ist, die meisten Gegner... Auf den meisten Gegnern kannst du nicht landen, während du dich nach oben bewegst. Aber auch Paracoopas halt schon. Ah, okay. Vielleicht, weil die immer in Bewegung sind oder sowas. Keine Ahnung. Okay. Nee, also ich meine, schon Ahnung. Es ist halt einfach so hart gecodet, aber keine Ahnung, was sich die Leute bei Nintendo damals dabei gedacht haben. Also der normale Sprung hier geht ja nicht. Eigentlich komme ich hier nur mit einem... mache ich das jetzt wieder? Ich kann halt auf ihn Spinjump und ich kann auf den nächsten Spinjump, aber dann komme ich mit einem normalen Sprung nicht wieder los. Da kann ich das überhaupt? Ja, da käme ich hin. Ja, aber musst du wohl irgendwie es schaffen, mit einem Spinjump loszugehen und einen normalen Sprung weiterzumachen. Kann ich irgendwie so einen Absprung dann mit normalem Sprung machen? Geht sowas? Ja, nur anders, wie du es gerade probierst. Also anders, als du es gerade probierst natürlich. Wie komme ich vom... Also ich muss mir jetzt überlegen, wie ich vom Spinjump zurück in den normalen Sprung komme. Genau. Und ich meine, der Weg ist natürlich wie immer der offensichtliche. Du musst halt den Boden treffen. Achso, also trotzdem wieder sowas. Ja, aber soll ich jetzt einen Walljump irgendwo machen? Nee. Nee, das wäre doch Quatsch. Außerdem habe ich doch schon gesagt, dass du keinen machen musst. Ja, eben. Kann man dann irgendwie so an dem Mancha so präzise dran vorbei, dass er denkt, er hat ihn berührt, aber man stirbt nicht? Nee, das ist ein Mancha. Der ist nicht so kaputt wie Custom Mancha. Okay. Das ist ein Vanilla Mancha. Huh. Ja, aber dann, also dann habe ich ja nicht allzu viele Möglichkeiten, hier irgendwo Boden zu berühren. Doch, also du musst, ja, also gut, da hast du keine Möglichkeiten, Boden zu berühren. Aber ich meine, du berührst ja gerade Boden. Ja, ist richtig. Ja, benutze doch einfach den. Ja, aber dann komme ich, okay. Ich meine, ich kann den kaputt... Also Conan, du willst gleichzeitig den Boden berühren und auf dem Koopa landen. Das ist alles. Ja, aber dann komme ich ja nicht wieder rüber. Wie gesagt, gleichzeitig den Koopa berühren, gleichzeitig den Boden berühren und auf dem Koopa landen. Ja. Ja, was du gerade machst, auf den Koopa zu spinjumpen, da... Machst du den einfach nur kaputt. Ja. Ja, dann berühre halt gleichzeitig noch den Boden. I am confused. Aber der Trick, hast du ja gerade gesagt, funktionierte nicht. Also.
Ja, genau. Dann, ich meine, du musst schon vorher gesprungen sein. Dann geht das dann doch irgendwie so, dass man den mitnimmt. Also, nein, nein. Spin Jump. Ja? Während du von dem Spin Jump landest, berühre den Koopa. Ah, warte mal. Also ja, so rein Spin Jumpen. Ja, nur besser. Das, was du gerade machst, nur besser. Und dann schaffe ich es irgendwie abzuspringen und trotzdem auf dem anderen Vieh. Du wirst es sehen. Oha. Wenn du es richtig machst, wirst du es bemerken. Das ist auch wieder ein Glitch dann aber. Natürlich ist das ein Glitch. Okay, den kenne ich aber auch gar nicht. Hättest du mal Cataclysm gespielt. Nee, ist klar. Aber auch, glaube ich, der erste Hack, der das verlangt hat. Kenne keinen anderen. Ich glaube, das hier ist dann der zweite Hack, der das verlangt. Sheesh. Dann gleitet man praktisch so irgendwie über den Muncher hinweg. Du wirst es sehen. Ja. Ich meine, das Ziel ist schon, einen Normal Jump zu machen. Du musst dich übrigens nicht noch näher an den Koopa bewegen. Das hilft nicht. Das hilft nicht. Problem ist nicht, dass du zu weit weg vom Koopa stehst. Problem ist, dass du ihn einfach nicht im richtigen Frame triffst. Okay. Du wirst es sehen, wenn du es schaffst. Ja. Aber du willst ihn. Oh. Du guckst dann. Ah, nein, das läuft auf den Regrip hinaus. Nein, das läuft nicht auf den Regrip hinaus. Ja doch, ich muss loslassen und wieder drücken, damit ich auf dem anderen Koopa lande. Du musst irgendwann in der Zeit, während du zwischen dem grünen und dem roten Koopa bist, irgendwann mal eine Sprungtaste drücken. Das ist ungefähr, ich weiß nicht wie viel Zeit, irgendwie eine Drittelsekunde oder so, das wirst du ja wohl hinkriegen. Eine Drittelsekunde ist ja richtig viel Zeit, Mensch. Ich würde sagen, eine Drittelsekunde ist schon viel Zeit, ja. Achso, wir wollten wegen Dings, wegen Delay. Ich springe jetzt. Absolut kein Delay. Okay, gut. Hervorragend. Dann hast du dich einfach nur sehr lustig, sehr früh darüber beschwert, dass du keinen Safe setzen kannst. Ja, weil ich halt gemerkt habe, dass ich es nicht mehr kann. So, das. Du hättest halt wirklich noch so genug Zeit gehabt. Nee. Ach so, warte, ich muss ja gar nicht die Sprungtaste gedrückt halten. Dann mache ich eigentlich normalerweise auch gar keinen so hohen Sprung. Ja, richtig. Okay. Ja, wenn jetzt noch schneller gewesen wärst, hättest du es bei Mancha geschafft. Alternativ hättest du auch einen Regrap machen können. Da kannst du dich jetzt entscheiden, welche Variante du nimmst. Ich will keinen Regrap machen. Ich fürchte, mit der Geschwindigkeit, die du gerade mit dem Sprung erreichst, musst du einen Regrap machen. Na gut. Ich meine, es muss kein guter Regrap sein. Es muss nur irgendeiner sein. Versuch's. Oh boy. Ich weiß aber jetzt schon wieder, dass ich es nicht schaffe, der rechtzeitig einen State zu setzen. Weil der wäre natürlich. Das ist eigentlich das einzig Schwierige. Danach müsste doch der Rest super easy sein. Ja. Also die anderen Sprünge sehen zumindest nicht schwierig aus danach. Sagen wir es so. Die meisten von denen sind doch einfach. Nur der blaue Koopa kann ein bisschen trickreich sein. Okay. Aber dass das wieder Leute ohne Safe State schaffen, ich bin fasziniert. Ich hab's doch auch ohne Safe State geschafft. Ja, ich. Ja. Und ich meine, du stirbst ja geil die ganze Zeit am ersten Sprung. Ja, naja, klar. Also der erste Sprung, der wird durch Safe State nicht einfacher. Ist richtig. Ja. Gut. Trotzdem muss man den ja immer wieder machen. So, also das. Das würde mich halt noch mehr ärgern, wenn ich jetzt hier, keine Ahnung, hier bin und dann hier und dann sterbe ich da oben, muss ich die Kacke hier unten wieder machen. Mach's ja nochmal. Also, will ich den State haben. Ich spiel jetzt hier gleich parallel mit. Ah. Also es ist einfach eher die Faszination, dass die Leute diese Nerven haben, das immer wieder neu zu spielen. Das ich meine, du hast ja auch gesehen, wie ich. Ich meine, du siehst ja, wie ich Kaizo spiele. Ja, also ich würde auch niemals es schaffen, so wie du thinkst. Thinks. Es wird großartig, wenn ich das spiele, dass ich jedes Mal den Namen schlecht ausspreche. So wie du das spielst, könnte ich das niemals hinkriegen, weil, also, ich meine, ich werde es mit ohne Safe States erstmal probieren, so stückchenweise, weil manche Räume sehen wirklich machbar aus, weil die halt kurz auch sind. Aber ja, keine Ahnung. Willst du das eigentlich noch irgendwann den Raum schaffen? Ja. Okay, danke. Aber den Nachteil hat übrigens gerade dein Hack so ein bisschen. Also nicht der Hack kann nichts dafür, sondern dass halt Things jetzt rausgekommen ist. Kann das dafür, dass ich so ein bisschen jetzt auch
recht schnell durch möchte, weil ich Things spielen will. Aber gut, das ist wieder was anderes. Du darfst ruhig schnell durch wollen, ne? Also wenn du hier schnell durch willst, dann spiel einfach besser. Quasi hätte ich dir nicht jetzt versprochen, dass du nach Sariel dran kommst. Dann hätte ich jetzt nämlich erst gesagt, ich spiele erstmal Things. Ciao. Du kannst auch Things und diesen Hack hier abwechselnd hochladen. Ja, ich denke, darauf wird es auch hinauslaufen. Na, du kannst auch beides gleichzeitig hochladen, weil wieder zwei Conan-Videos pro Tag. Na, das ist schlecht. Oh. Jetzt kommt ja gleich wieder Schulzeit, ist ja schon die Woche fast rum. Da muss ich ein bisschen vorproduzieren. Wobei, wir haben gestern 5 Among Us-Folgen aufgenommen, die sind auch erstmal jetzt. Also die Woche, nächste Woche ist erstmal safe. Da muss ich erstmal mich um nicht viel kümmern. Ist ganz gut. Wieso lad ich denn? Das war's jetzt sogar ohne Regrab. Das tut mir jetzt aber leid. Ja! Ist der State gut? Ich weiß nicht, ob das State. Der State ist scheiße. Der State ist richtig scheiße. Versuch mal zu rewinden. Ja, das kann ich knicken. Oh! Nö. Der State müsste besser sein. Von wegen. Ja, der State ist gut, den schaffst du. Aus dem schaffst du es raus. Ah, jetzt weiß ich, was du meinst mit der Koopa's Tricky. Ja, klar. Also, ich meine, die Decke da ist nicht zum Spaß. Nice. Aber hier, du siehst hier wieder den Trick mit dem Bullet-Bill-Raum. Das ist genau, das ist der ähnliche, richtig. Ja, nachdem du auf einem Gegner gelandet bist, kannst du auf allen anderen Gegnern landen, während du nach oben bewegst. Sehr schön. Ich glaube, jetzt ist an der Zeit, den Part zu beenden, oder? Wir haben jetzt wie viele Räume geschafft? 5, ne? 5. Also, nach 5 wechselt immer das Thema. Genau. Alles klar, 40 Minuten. Ja, let's go. Wobei. Ja, also ganz ehrlich, den Raum hier schaffe ich noch. Oh, aber es ist doch schöner, wenn du immer thematische Wechsel. Ja, aber den würde ich jetzt ganz gerne noch mitnehmen. Im Part. Den nehme ich noch ganz gerne kurz mit. Aber wobei, ich glaube, du unterschätzt den Raum. Ich habe gerade, ja, ich sehe gerade, du willst gar nicht, dass ich die zwei mitnehme und ich mache mich eine Hilfe. Oh nee, da muss ich irgendwas Dummes rumwerfen. Du unterschätzt den Raum bitte. Ja, da muss ich dumm werfen und dann so auf die drauf oder was? Ja. Oh nein. Das schaffst du. Oh Gott. Okay, aber das machen wir im nächsten Part. Danke fürs Zuschauen. Hilfe. Und tschüss.